herzlich willkommen zurück in Enderaan. Wir sind hier in dieser, ich weiß gar nicht, Haus? Ist es vielleicht sogar schon eine Art Schloss? Wir sind hier im Gästezimmer, wie es scheint. Und wir warten auf den Meister, der soeben auf dem Klavier spielt. Und wir wollen den Meister definitiv nicht beim Musizieren stören. Aber wir sind auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Und zwar nach einem Zauberbuch der psionischen Druckwelle Rang 2. Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, wir sind auf der Suche nach was anderem. Uch, jetzt laufe ich plötzlich auch wieder schnell. Hä, das wollte ich eigentlich gar nicht. Moment. Hä, jetzt laufe ich wieder langsam. So gefällt es mir schon viel besser. Wir schauen mal ganz kurz, was wir eigentlich tun sollen. Genau, wir suchen einen Toten. Das Wort der Toten suchen. Wir suchen das Wort der Toten. Irgendwoher soll es versteckt sein. Was steht auf dieser Steintafel? Reichen. Sind dies die Reichen? Und hier hinten? Sind das die Armen? Die Armen mit Armen, aber nicht mit Beinen. Nee, es ist die Ernte. Okay, schade. Hätte ja sein können. Okay, Moment. Nochmal, ganz kurz. Hier haben wir Reichen. Und hier hinten die Ernte. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, was uns das sagen soll. Es hat bestimmt irgendeine Message dahinter, aber ich komme gerade nicht drauf. Wir dürfen diesen Groschenbeutel nehmen. Wenn wir es nehmen dürfen, dann tue ich das natürlich auch sofort. Und Lederstreifen. Diese Figur hier oben ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier liegt leeres Pergament. Wir müssen das Artefakt finden. Eine Truhe, eine geheime Kammer, irgend so etwas. Es ist nicht brennbares Pergament. Ist es überhaupt Pergament? Was ist echt? Und was ist ein Trugbild? Warum teleportiert sich Jesper? Mensch, du darfst die Atmosphäre jetzt nicht zerstören. Jesper, Mann, was machst du? Könntest du etwas Abstand halten, bitte? Danke. Abstand. Gut. Ein Bücherregal. Enzyklopädie Arcana Magie Teil 4. Das kenne ich schon. Das ist so ein Bestseller hier. Das ist jetzt nicht so interessant. Was haben wir hier so? Noch mehr Bücher, aber keine Bücher, die wir lesen können. Sie sind in einer Sprache verfasst, die kein Mensch mehr seit Jahrtausenden verwendet. Die vergilbten Seiten dieses Folianten. Kann ich nicht entziffern. Ein Bett, welches wir nicht liegen können. Und ein Gemälde. Eine Frau, wie es scheint. Mit gekreuzten Händen. Draußen regnet es. Es ist düsteres Wetter. Die Sonne ist bereits untergegangen. Und wir werden mal durch diese Tür gehen. Und wir hoffen natürlich, dass der Diener nicht mehr wach ist. Wir sind in der großen Eingangshalle. Und werden uns hier ganz in Ruhe umsehen. Eine Expertentür. Diese müssen wir knacken.
brennen. Moment. Brennen? Nur mal so als Idee. Vielleicht. Nicht schlecht. Brennen. Der Jesper, der stört ja so ein bisschen, ne? Nicht schlecht. Ja, was nicht schlecht, Mann. Nerv nicht. So, danke. Mich würde doch zu sehr interessieren, was hinter dieser Tür liegt. Kommen wir in das Zimmer des Dieners? Oder kommen wir in die Puppenwerkstatt? Ein düsterer Ort. Puppen in Käfigen. Sieht aus wie versteinerte Menschen. Also eigentlich verhölzerte Menschen, aber das passt irgendwie nicht so, ne? Das, ich weiß nicht, verhölzert klingt so ein bisschen komisch. Gefangen in Käfigen aus Stahl. Geschaffen aus dem Fleisch toter Bäume. Die Lebensessenz genommen. Und verwandelt in das Abbild einer einst lebenden Spezies. Nee, keine Ahnung. Ein seltsamer Kristall. Und das Zauberbuch Traumfresser. Was möchte uns der Künstler hiermit sagen? Ein Hobel. Ich finde irgendwie den Namen Hobel so witzig, deswegen. Sorry. Eine Truhe. Was wird sich in ihr befinden? 19 Groschen. Eine weitere Truhe befindet sich im Schrank. Werden wir darin Arbeitsmaterial finden? Einen Hammer? Einen weiteren Hobel? Oder vielleicht ein Dietrich und 10 Groschen? Käfige hängen von der Decke herab. Doch wir verlassen diesen Raum erst einmal wieder. Und setzen unsere Reise fort. Langsam und leise schleichen wir uns durch die Empore der Eingangshalle. Eine Steintafel. Brennen. Brennen. Feuer. Eines der wenigen Dinge, die diesen Holzskulpturen etwas anhaben kann. Eines ihrer Schwachpunkte. Brennen. Sollen sie alle brennen? Türen, die wir nicht öffnen können. Was befindet sich wohl da hinten? Brennen. Ich würde gerne durchkommen. Jesper, danke. Musiziert der Meister hinter dieser Tür? Die Klavierklänge scheinen von dort zu kommen. Es sind keine modernen Klänge.
Es ist kein modernes Stück irgendeines heute lebenden Künstlers. Es sind sehr alte Klänge. Fast schon magisch. Die große Eingangstür. Der Weg zur Steilklippe. Ich wusste nicht, dass wir da rauskommen. Ich dachte eigentlich, die wäre verschlossen oder so. Man hört keine Klänge mehr. Können wir dieses Haus wieder verlassen? Haben wir einen Ausgang aus dieser Hölle gefunden? Ist dies der Weg, den wir gehen müssen? Wir laufen nicht mehr, wir schweben. Boah, haben wir keine Lauf... Also, ne? Wir schweben halt wirklich gerade. Wir schweben. Hinaus. Hinfort. An diesem Schloss. Dunkle Mächte sind dort im Spiel. Wir können nicht rennen, wir können nicht mal laufen, wir schweben über den Boden. In der Hoffnung, das Tor zu erreichen. Wir können mit der Kette auch nicht interagieren. Okay, also wir kommen scheinbar tatsächlich wieder raus. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwas versperrt ist. Okay, dann laden wir nochmal neu, weil wir wollen natürlich da drin bleiben. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre jetzt zu. Die Eingangstür ist abgeriegelt. Kein Entkommen von hier. Das Einzige, was uns offen steht, ist dieser lange Korridor. Zu beiden Seiten der Eingangshalle. Wir setzen unseren Weg fort. Noch mehr Gemälde. Ein endloser Gang. Und wir ganz alleine. Inmitten dieses Gangs. Es ist egal, ob wir vor oder zurückgehen. Wir können so oder so nicht ankommen. Bücher, Bücher. Bücher, das müssen Jahrhunderte sein. Es ist egal, ob wir vorgehen oder zurück. Oder wir versuchen, zur Seite zu gehen. Wir werden so oder so nicht ankommen. Es gibt kein Ziel, es gibt nur den Weg. Den endlosen Weg. Keine Kompromisse. Der Tod ist allgegenwärtig. Selbst Torgan Wisperzunge. Einst eine Legende. Nun erzähl nur noch einige Bücher von dem, was er einst getan hat. Von dem, was ihn einzigartig machte. Zauberbuch, Grabesfluch. Ein mittlerweile verbotener Zauber, der die Toten wieder erwecken kann. Die Toten, die sich eigentlich zur Ruhe setzten. Diese blöde Sitzhaltung passt mal wieder so gar nicht hier gerade rein. Ein Kamin. Das Feuer prasselt darin. Wer hat es erzündet?
Und wann? Und wie lange brannte es bereits? Wie viele Holzscheite hatten in diesem Kamin bereits ihr Dasein verloren, verwandelt in Wärme und in Rauch, giftiger Rauch, der aufsteigt durch den Kamin, bis er irgendwann trifft auf die kalte Luft, die da draußen allgegenwärtig ist. Ein Ausstellschrank. Was befindet sich da drin? Das Schloss lang. Komm schon. Nein. Ja. Knochenreißer. Heute gibt es Kreaturen, die so genannt werden. Damals war es eine Waffe. Eine einzigartige Waffe, die ihren Namen nicht unverdient hatte. Sie wurde genutzt, um ihren Feinden direkt die Knochen aus ihrem Leib zu reißen. Licht wird aus deinen Augen scheinen. Irgendwann einmal. Doch dein Herz, es ist nicht mehr da. Es ist nur ein Loch inmitten deines Körpers. Kann man die Bücher da lesen? Ich glaube nicht. Kein Essen kann dieses Loch füllen. Keines. Das Loch in dir, das auch ein Loch in mir hinterließ. Ein Loch tief in meiner Seele. Dieser Vorhang hier sieht mir gerade richtig falsch beleuchtet aus. Das sind so Dinge, die einen dann wieder so ein bisschen rauswerfen, ne? Nein. Wir gehen wieder den Gang entlang. Was werden wir im nächsten Raum finden? Wird es uns eine Antwort bieten? Oder werden wir vielleicht sogar das Wort der Toten finden? Der Grund, warum wir überhaupt hier sind, diesem Haus. Das Haus, es ist auch genau in den Himmelsrichtungen entsprechend ausgelegt. Wir kommen in den Ostflügel des Hauses. Hier, wo morgens die Sonne aufgeht. Aber wann wird der nächste Morgen sein? Werden wir den nächsten Morgen überhaupt erleben? Eine letzte Tür führt uns in ein weiteres Zimmer. Das sieht mir nach seinem Arbeitszimmer aus. Hier könnten wir fündig werden. Sehen wir uns mal um. Hier könnten wir fündig werden. Aber was suchen wir überhaupt? Was wollen wir überhaupt finden? Sind es Antworten oder sind es vielleicht einfach nur weitere Fragen, die sich uns auftun werden? Warum sind wir hier? Was tun wir hier? Und ist es überhaupt richtig? Sollten wir nicht auf den Meister warten? Anstatt ihn während seines Musikspiels zu berauben? Ein paar der Bücher in den Regalen sehen seltsam aus. Das solltest du dir mal ansehen. Was, wenn es der Meister merkt? Was, wenn er hinter unseren Plan kommt?
Er wird nicht begeistert sein. Wenn wir enden wie eine dieser Holzskulpturen, zurückgelassen auf dem kalten Stein, zusammengekauert, winselnd, aber ohne Stimme. Es sind die Träume. Das verstehe ich. Diese Bücher sind Teil eines Mechanismus. Ich glaube, wir müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Oder... Es sind die Träume, die uns fesseln, aber es sind auch die Träume, die uns frei machen. Die Träume von einem anderen Leben. Die Träume von einer anderen Existenz. Und ein Gesellenbuch Lichtmagie. Und natürlich Salz. Hier wurde Alchemie betrieben. In dieser Truhe, was wird hier liegen? Seltene alchemistische Zutaten. Aus was werden hier Tränke gebraut? Es ist ein Seelenstein. Und ein Lehrbuch. Was wurde hier gelehrt? Wer wurde hier gelehrt? Sind es die Lehren des Lebens? Die Lehren, die wir alle früher oder später lernen müssen. Die Lehren, die unser Leben ausmachen. Die das Sein bestimmen, die uns zu dem machen, der wir sind. Ein weiterer Ofen mit einer Kette. Ist es die Kette, um den Rauch nach oben aufsteigen zu lassen? Oder betätigt diese Kette vielleicht einen versteckten Mechanismus? Nichts geschieht. Die Kette scheint keine Funktion mehr zu haben. Die Uhr. Es ist kurz vor 8. Sie tickt, aber sie läuft nicht weiter. Die Zeit, sie scheint eingefroren. Passiert das, was wir hier tun, überhaupt? Wir haben Bücher in der Wand und eine Eispranke. Bücher in der Wand. Der Stolz der Arasianer. Oh, der Stolz wird uns eines Tages umbringen. Oh, der Aufstieg und der Fall Azathorons. Mein Leben bei den Skarrak. Und ein viertes Buch. Etwas abseits an der hinteren Wand. Prominent aufgestellt. Wer waren die Pyräer? Eine Abhandlung. Die Namen dieser Bücher, sie verraten uns etwas. Es sind einzelne Buchstaben, die hervorgehoben sind. Einige Buchstaben, die herausstechen. Der Stolz. Der Stolz. War. Was war der Stolz? Fall. Der Stolz war mein Fall. Der Stolz.
Stolz. Es war der Stolz. Er war... Jetzt geht's ein bisschen zu lang. Er war mein Fall. Wir bewegen uns, ohne dass wir laufen. Wo sind wir hingelangt? Ein Groschenbeutel mit 30 Groschen. Der Weg erfüllt nur in eine Richtung. Werden wir je zurückkommen? Werden wir jemals dorthin zurückkommen, wo wir herkamen? Wir sind im Anwesen des alten Mannes. Genauer genommen im Sanktum. In dem Keller dieses Hauses. Ein scheinbar geheimer Keller. Ein Keller, den der Besuch wohl eigentlich nicht sehen sollte. Wir hören ein Klicken und ein einrastendes Geräusch. Und wir sehen die Frau im Wasser. Sie wirkt bewusst, lebendig. Hallo? Hm? Gaius, was ist? Warum wächst du mich? Sind wir angekommen? Nein, wir sind nicht angekommen. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals werden. Ich wollte nur nach dir sehen. Nach mir sehen? Das ist lieb von dir. Aber mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das schon irgendwie. All die Jahre. Es tut mir leid, dass du so viel ertragen musst. Immer wieder dasselbe Spiel. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer das für dich sein muss. Aber weißt du was? Ich glaube an den Traum nach wie vor. Der Traum. Was ist der überhaupt wert? Warum sehen wir das? Ein Schalter. Wir hören ein Klicken. Die Plattform unter uns scheint locker zu sein und zu schwanken. Was wollen wir tun? Wir werden den Knopf drücken. Passiere, was auch passieren will. Die Plattform senkt sich nach unten. Wir reisen weiter in die Tiefe. In die Tiefen dieses Hauses, in die Tiefen dieses Berges.
tief unten sind wir nun. Wir sind am Boden angelangt. Ist dies unser Ziel? Und wenn es unser Ziel ist, wollen wir unser Ziel überhaupt erreichen? Ist das das Wort der Toten? Wollen wir überhaupt wissen, was uns die Toten zu sagen haben? Haben wir überhaupt eine andere Wahl? Eine Wahl haben wir. Es ist die Wahl. Es ist die Wahl der Folgenpause. Bis zum nächsten Part. Ciao.